Hallo an alle Gamer-Freunde da draußen, die mir gerade zuschauen, und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Chronicle RuneScape Legends. Wir haben letzte Folge eine Niederlage erlitten auf sehr dumme Art und einen Sieg davon getragen und werden jetzt diesen Sieg weiter, hoffentlich weiter mittragen, ja. Wir können uns nämlich keine Niederlage mehr erlauben, sonst sind wir tot. Sonst haben wir verloren. Demzufolge hoffe ich natürlich, dass es gut läuft und dass sie nicht nochmal so einen tragischen Fehler machen, der uns das Spiel kostet. Ja, das war einfach dumpf. Das war richtig dumm von mir. Habe das Gefühl, in Dungeons sind große Kreaturen einfach immer zum Nachteil. Sind einfach zu nachteilig, weil die Gegner die immer manipulieren. Und dann ist man verloren. Könnte sogar im echten Spiel auch so sein. Deswegen haltet die Finger fern von großen Kreaturen. Und hofft, dass der Gegner euch da nicht in die Karten schaut. Und dazwischen funkt. So, das ist eine Klasse, die in der Regel keine Rüstung hat. Der ist gut am Anfang. Kriegen wir gleich eine Waffe dazu. Können den zerstören. Der ist ganz okay. Die brauchen wir gerade nicht. Das sind Late-Game-Karten, die wir aber mal behalten. Weil ich die gut finde. Okay, wir haben noch eine Waffe bekommen. Gut. 1, 2. Ja, dann kriegen wir da 5 Damage quasi. Das ist nicht gut. Wenn aber 2 rennen. Nee, das ist nicht gut. Wir spielen diese 2 Karten auf jeden Fall aus und dann nichts mehr, wie es aussieht. Weil dann kriegen wir eine Waffe und da klauen wir dem Gegner eine Handkarte. Wow, der hat eine Karte ausgespielt. Mal sehen, was er geplant hat. Nichts, okay. Elvag ist ziemlich gefährlich. Dadurch habe ich letzte Folge verloren. Weil er 8 Leben hat und wir, naja, nicht nur 7 Schaden gemacht haben. Ah, doch 2 gespielt. Er hat doch alles ausgespielt, was er hatte, oder? Ja, und wir haben ihn gerade einige geklaut. Okay. Das sah so aus, weil da hat er noch so viel Landkarten. Ja, okay, von dem gegnerischen Deck klaut er die Equipments. Ja, ich habe ja schon meine 2 guten Waffen auf der Hand. Und wir haben ein Gold. Achso, er grüßt. Na komm. Hey, yo. Hey, yo. Da kriegen wir 3 Schaden. Und ein Gold. Da kriegen wir auch Schaden. Naja. Alles ist das egal. Meistens funktioniert der Effekt gar nicht. Würde vielleicht da funktionieren. Wir haben wie viel? 2 nur. Heißt, wir hauen dann nächstes Mal nur 2. Er hat dann 5 und hauen dann 3 Schläge drauf für 2 Equipments. Nee. Dann können wir da 2 Schläge hauen. Ja, das lohnt sich schon. Kriegen wir nur einmal 2 Schaden. Kriegen aber 7 Gold und können uns, hä? Wir haben 1 Gold, 2 Gold, haben dann 5 Gold, okay. Können uns immer noch keine Waffen leisten. So ist es eben, wie es aussieht. Wow, wir werden noch schwächer. Er nimmt ziemlich viel Damage, aber wir nehmen im Gegenzug auch ziemlich viel Damage jetzt. Weil uns ein Base Attack geklaut hat. Geiler Scheiß. Allerdings haben wir ja im Deck eine Karte, die uns, ja, wir kriegen jetzt 6 Schaden. Alleine wegen, weil wir einen Base Attack verloren haben. Und, wow. Ja, wir haben keinen Armor, also ist es uns egal. Ja, das hat er ziemlich gut gemacht. Es scheint, dass wir verlieren werden. Was ziemlich dumm ist. Wenn wir nichts Gutes nachziehen. Ah, das ist nicht die Karte, die ich mir wünschen würde. Die Karte wünsche ich mir auf jeden Fall. Dann sind wir wieder bei 3 Attacke. Dann haben wir 1 Gold, dann haben wir 2 Gold. Und
Und dann geben wir ein Gold für 5 Rüstung aus. Ja, that'll do. Jedenfalls ist das das Beste, was wir machen können, damit wir wieder ein bisschen mehr Stärke dazu gewinnen. Oh, warte, ich habe einen Fehler gemacht. Dadurch ziehen wir 2 Karten. Das heißt, wir ziehen so oder so 3 Karten. Ist egal. Okay, er riskiert es aber auch immer. Er klaut uns Gold, was okay ist. Weil wir dann immer noch genug Gold haben. Zum Glück. So, er zieht auch hier ziemlich viele Karten. Was für ihn gut ist. Und wir haben zu viele Karten, leider. 9. Ja. Oh, wir haben wieder Rüstung. Haha. Ha. Noch ist nichts entschieden. Wir haben mehr Leben als er im Moment und mehr Stärke. Das kann sich im nächsten Zug wieder ändern. Aber extrem. So, können wir angucken, was macht die. Unsere nächsten Kreatur striken. Das heißt, wir würden 3 Schaden machen. Dann hätten wir 4 Gold. Man kann immer noch nichts machen. Oh Gott, ist das schlecht. Müssen wir dafür Gold zahlen? Wir spielen erstmal die ganzen Karten aus, wo wir nicht zahlen können. Wir haben 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Leben gegen Gold. Ja. Machen wir einfach mal. Obwohl das sehr riskant ist. Ja, danke. Das wollte ich nicht. Wir machen das so. Dann haben wir eine Nullrunde. Weil wir davon nichts zahlen können. Tja. Puh, wir haben eine schlechte Karte discardet. Haha, läuft. Und wir kriegen einen Schaden von ihm. Oh, zum Glück hatten wir Rüstung. Und nochmal ein Donnerball. Stört uns gerade nicht unbedingt. Noch würden wir gewinnen. Obwohl, er schlägt zuerst zu. Okay, dadurch kriegen wir 2 Gold. Kriegen einen, dringend 3 Schaden für 2 Gold quasi und eine Waffe. Es lohnt sich theoretisch nicht unbedingt. Wir haben kein Potion dazu gewonnen. Wir können das machen. Dadurch haben wir 8 Gold. Oder wartet. 4, 2 haben wir 6, haben wir genug Gold und können uns diese Waffe leisten. Und dann hoffen wir, gewinnen wir dadurch. Hoffen wir mal einfach. Yeah, that'll do. Ich meine, wir kriegen jetzt 4 Gold, 6. Wir kriegen auch 6 Leben dazu. Und eine 5-2er-Waffe. Dadurch schlagen wir 16, machen wir 16 Schaden beim ersten Mal. Die ersten 2 Hiebe. Was schon mal besser ist als seine ersten 2 Hiebe, weil er macht nur 6 Damage im... Jetzt erstmal. So. Wir kriegen insgesamt aber 7 Damage. Und dadurch haben wir also quasi 16 Life, 19 Leben, glaube ich. Also wir haben 20 Leben. Kriegen 3 Schaden, haben wir noch 17. Haben wir noch 13. Haben wir 19, genau. Oh, okay, er macht den ersten. Achso, nee, das. Hilft ihm gerade nichts, nur gegen die nächste Kreatur. Okay, er klaut, er macht wieder viel mit Kreaturen. Oh oh. Wenn er jetzt irgendwas hat, was uns Damage macht, sind wir tot wieder. Oh, bitte nicht. Oh mein Gott. Oh oh, okay, er gähnt Basic Attack Bear dazu. Und dann kriegt er noch Rüstung und Leben dazu. Okay. Wir machen immer noch mehr Damage als er. Da müssen wir gewonnen haben, weil wir in 2 Schlägen unseren Gegner töten. Ne, in 3. Oh, tut mir leid. Sieg! Sometimes you must lose to learn.
Okay, lief gut. Gerade so. Wir haben unseren fünften Sieg. Da kriegen wir nochmal 100. Also insgesamt kriegt man 275 Kupfer, wenn man 5 Gewinne hat. Was auch okay ist, neben den Quests, die wir hier haben. Wir müssen noch 2 Siegelklappen nehmen. Das ist wirklich klein hier, die Schrift. Wie soll ich das lesen können? So, 3 Siege. Das kann jederzeit vorbei sein, aber wir hoffen das Beste. Wir hoffen wirklich das Beste und spielen gegen Raptor. Der mit dem Namen Mulk, Mulk, Mulk. Ein geiler Name, muss ich echt sagen. Oh, was werden wir jetzt tun können? Alright, I can go first. Die ist gut, falls wir wieder... Die ist schlecht, die machen wir weg. Die ist okay. Die kann man halten. Machen wir aber, halten wir aber nicht, weil wir bessere Karten haben im Deck. Okay, die wir aber nicht gezogen haben. Boah, machen wir das? Ja, wir machen das jetzt und das. Und dann machen wir das. Und das. Okay. Oh, wird spannend. Von weil ich den habe ich eine Kreatur danach gespielt. Ups. Ja, haben wir. Aber eine, die wir mit einem Schlag bezwingen. Er auch. Also bringt es gar nichts. Wir haben eben Gold bekommen. Wir brauchten das Gold, deswegen haben wir es auch getan. Oh, shit. Okay, wir haben eine Stärke von 7. Kriegen aber ziemlich viel Damage, leider. Aber hier, bam, First Hit. Kriegen 2 Rüstungen. Was uns ziemlich helfen kann. Oh, da kriegt er nochmal Schaden für Handkarten. Ja, hat er gut gemacht. Mehr Handkarten sind immer besser. Wie in jedem Kartenspiel eigentlich. Also meistens sind Handkarten sehr wichtig. Okay, dadurch können wir uns wieder das Leben auffüllen. So. Ja, nochmal 2 Random Equipment. Und dann eine Karte Leben verlieren, quasi. Leben bekommen dazu wieder. Und dann kriegen wir nochmal 3 Schaden. Für 2 Gold aber. Okay. Somit haben wir... Kriegen wir auf jeden Fall wieder... Außer... Solange er nicht wieder Karten benutzt, die unsere Hand voll klatschen, kriegen wir eigentlich wieder Handkarten. Aber das haben viele Gegner. Oh, zum Glück. Schade, jetzt hat er meine Waffe zerstört. Und wir kriegen 7 Leben dazu. Bam. Er removed die 8 Leben für 7 Rüstung und 2 Gold, was okay ist. Was gut ist eigentlich sogar, also. Wow, da kriegt er 10 Rüstung dazu. Für 4 Gold einfach mal. Und remove. Und 5 Attack, also Angriff weniger beim nächsten, bei der nächsten Kreatur. Das ist ja mal eine heftige Diamantkarte. Okay, ich glaube, da werden wir verlieren. Der hat einfach zu viel geilen Shit. Der Gegner. Schau mal, 17 Rüstung. Das ist schon. Ziemlich krass, was er da alles aufbietet. Dadurch kriegen wir Geld. Dadurch können wir was umsonst nehmen. Das ist ziemlich gut. Das ist, die kostet nur noch 2. Und die kostet 0. Und die ist ziemlich gut jetzt. Weil er ziemlich viel Rüstung hat, wird das eine Mörderwaffe. Für 2, ja? Für 0. Sollen wir das jetzt schon machen? Der hört sich bestimmt noch. Wir nehmen die dann einfach. Und beenden. So, komm. Ja, das ist mir zu riskant. Ich glaube, er wird noch seine Waffen, seine Rüstung vielleicht sogar bis zum Ende behalten und dann können wir die eher spielen. Ansonsten... Oh, wie stark wird seine nächste Kreatur sein?
8, okay. Das heißt, er wird irgendwas tun, damit seine Kreatur, damit er... Ne, 7 nur. Ach so, er wurde aufgerundet. Ja, okay, das lohnt sich ja bei ihm. Er kriegt ja damit nur 7 Rüstungsschaden. Und er hat ja wieder 30 Leben quasi und unendlich viel Gold. Und kriegt hier 2 Stärke dazu. Ja. Jetzt können wir auch mal große Kreaturen bezwingen. Und was haben wir? Nur sowas. Das ist gerade nicht gut. Ah, die ist okay. Damit könnte man auch... Ja, naja. Dann kriegen wir zumindest Gold. Ja, und dann... Naja, mehr können wir nicht machen in dem Zug. So, wir haben 3 Gold nur noch. Er kriegt 2... Oder er kriegt, wie viel Gold kriegt er denn dazu? Ah ja, tatsächlich. Nur so wenig, wow. Wow, ich verliere die Hälfte meines Lebens einfach mal. Okay. My gratitude. Klar. Why not? Ist das dreist, was er da macht. Der hat lauter Diamond-Karten getraftet. Der hat das unglaublichste Deck getraftet aller Zeiten, glaube ich. Dadurch damit zu gewinnen, hä? WTF, wie sollen wir das schaffen? I must prepare for battle. Also, wir klauen ihm ein Dings und verlieren die Waffe. Und dann holen wir uns ein bisschen Leben dazu. Und dann machen wir das. Und hoffen das Beste. Wir haben nämlich nicht wirklich viel Leben. Oh Gott. Ich glaube, wir werden verlieren, aber man weiß ja nie. Wir haben... Ach, wartet. Wir könnten eine 3-6er-Waffe bekommen. Hm. 3-6? Warte. Und dann könnten wir das nutzen, um aus einem 6-6er zu machen. Ist das besser als eine... Ja, ist besser. Aber wir müssen uns beeilen. Damit können wir vielleicht gewinnen dann sogar. Okay. Ah, zum Glück jetzt. Außerdem kriegt er ziemlich viel Damage jetzt. Na gut, Dings, aber hat ihm jetzt nicht so viel... Oh, er hat uns Gold geklaut, okay. Das ist jetzt unfair gewesen. Das mit dem Gold. So kriegen wir keine 6-6er Waffe, weil wir das nicht zahlen können. Ja, da erhöht sich wieder alles Mögliche. Oh, er kriegt noch mehr Stärke dazu. Geil. Ja, wir haben verloren. Wow, aber ein zu krasses Deck. Wir haben 16 gegen 24, ja. Wow. Ja, der Gegner, das krasseste Deck, was ich je gesehen habe, getraftet. Habt ihr gesehen, der hat, was weiß ich, der hat fast nur, der hat zu viele Diamond-Karten gehabt. Mit so krassen Effekten. Keine Chance gegen so einen. Okay, da hat er echt Glück gehabt, der Typ. Und wir richtig Pech. Der Run lief nicht gut, Leute. Der lief richtig nicht gut. Wir haben 4 mehr gezahlt, als wir sollten quasi für ein Pack. Na gut, vielleicht ziehen wir dafür irgendwas Gutes. Meine Diamond-Karte ziehen wäre gut. Ich glaube, Diamond-Karten sind aber ungefähr wie bei Hearthstone Legends. So habe ich das Gefühl. Ich habe noch keine einzige gezogen, glaube ich. Spend 4 Armor und Gen. Die hatten wir gerade in der Dings. Für Raptor, Spend Weapon und Gen 3. Ja, weiß nicht, ob die gut ist. Oh doch, man kriegt noch einen Base-Attack dazu. Spend your Weapon und remove 2 Base-Attack vom Rival, was sehr gut ist. Kostet aber eben 7. Der ist okay und... Oh nein, schon wieder Emerald. Das ist, so heißt die Seltenheit. Make your next support free. Remove all your gold. What the fuck. Okay, ich glaube, wir kriegen immer nur irgendwelche Scheißkarten.
Leider haben uns noch zwei Dings gefehlt. Ah, wir haben aber wieder 1550 Gold. Nun gut, Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ein Däumchen würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir wieder... Wahrscheinlich, ihr könnt mir ja sagen, sollen wir wieder Dungeon spielen? Ich nehme an, ist eigentlich das Beste. Weil wir gerade am Anfang stehen und noch nicht wirklich eine gute Sammlung haben. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und bis bald. Tschüssi.